Jentfelder Gespräche, der Corona-Podcast. Herzlich willkommen in meinem Pastorat. Heute haben wir ein Interview mit Stefanie Böhmann. Stefanie Böhmann ist professionelle Seelsorgerin und wird etwas sagen dazu, wie man in diesen Corona-Zeiten seine seelische Stabilität erhalten kann. Und womöglich sind das auch gute Tipps für die Zeit nach Corona. Sie ist die Leiterin unserer Kinderkirche und unseres Fördervereins. Und wirklich eine großartige Frau, die uns einiges zu sagen hat. Freuen Sie sich drauf. Vorher möchte ich Ihnen noch ein Bibelwort mit auf den Weg geben, und zwar meinen Taufspruch. Als ich getauft wurde, da habe ich folgenden Vers aus der Bibel bekommen. Der steht im Psalm 103, Vers 2. Und der lautet: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Man muss erstmal einen Moment nachdenken, um zu verstehen, was da eigentlich sprachlich geschieht. Da befiehlt der Beter seiner Seele etwas, lobe den Herrn, komm mal meine Seele. Und dann gibt er ihr noch einen Hinweis, wie sie das tun soll, dieses Gotteslob. Sie soll sich an das erinnern, was Gott dem Beter bisher schon Gutes getan hat. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass genau das etwas ist, was meine Stimmung ändert. Vielleicht geht es Ihnen in dieser Corona-Zeit auch so wie vielen anderen, dass Sie eher schlecht gelaunt sind, dass Sie eher frustriert sind, dass Sie gelangweilt sind. Und das kann auf die Dauer ganz schön auf die Nerven gehen. Und da kommt jetzt dieser Tipp Gottes sozusagen aus dem Buch der Psalmen, mal ganz bewusst, willentlich sich an das zu erinnern, was einem schon Gutes passiert ist im Leben, Gott dafür zu danken und insgesamt eine Grundhaltung zu haben, die vom Dank geprägt ist und nicht vom Jammern und Klagen. Es gibt ein Wort dazu, das nicht in der Bibel steht, aber das ich klasse finde. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Ich persönlich habe das noch ein bisschen erweitert mit Motzen ist zum Kotzen. Ich sage das mal mit abgedeckter Hand, aber Sie ahnen es schon. Also Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken und Motzen ist zum Kotzen. Jawohl, und jetzt kommen wir zum Interview mit Stefanie Böhmann. Und dann lächeln wir jetzt erstmal 5 Sekunden und dann starte ich durch. Ach, weißt du, wenn ich dich anschaue, Thies, was kann ich nicht? Kann ich das nicht anders als lächeln, meinte ich. Da musst du einfach grinsen. Okay. Ja, ich bin jetzt verbunden mit Stefanie Böhmann. Stefanie Böhmann ist bei uns in der Gemeinde und sie ist unter anderem für den Kindergottesdienst zuständig und sie ist die Vorsitzende unseres Fördervereins. Beruflich ist sie Lehrerin in einer Brennpunktschule in unserem Nachbarstadtteil in Billstedt. Und Stefanie ist eine super interessante Frau und hat einiges zu erzählen. Und ich habe gedacht, es ist gut, sie einfach mal zu interviewen und zu hören, was sie so in dieser Zeit auch zu sagen hat. Steffi, du bist ja, hast ja auch eine Seelsorgeausbildung und bist in dem Bereich tätig. Wir hören ja manchmal, dass es gerade psychisch angeschlagenen Leuten in dieser Zeit besonders schlecht geht oder dass ihre Probleme, die sie sowieso schon haben, sich verschärfen durch die Isolation, dadurch, dass sie nicht raus können, dadurch, dass ihre normalen Tagesabläufe so nicht möglich sind. Hast du ein paar Tipps, ein paar Ideen, was gerade in dieser Zeit hilfreich sein könnte für Leute mit psychischen Problemen, aber wahrscheinlich auch für alle anderen? Also was ich meinen Schülern eben auch so mitgegeben habe, das ist, glaube ich, wirklich für jeden ganz gut umsetzbar, ist wirklich, dass man sich eine Tagesstruktur macht, dass man sich den Tag durchstrukturiert, überlegt, was mache ich wann, das aufschreibt und sich dann auch wirklich Häkchen setzt, weil, also mir geht selber so, wenn ich merke, ich habe was geschafft und kann einen Haken setzen, das tut meiner Seele total gut. So geht das meinen Schülern auch, wenn die wissen, okay, sie haben jetzt wieder eine Aufgabe geschafft. Von daher kann ich das nur jedem empfehlen, genauso wie wirklich auch sportliche Betätigung. Wir haben das jetzt als Familie entdeckt, dass wir Familienspaziergänge machen.
Und wir haben so gestaunt, wie schnell in diesem Jahr der Wald grün geworden ist oder generell die Natur und freuen uns daran. Und wenn man wirklich so sich Spaziergänge vornimmt oder zumindest auch Sportprogramme, auch das sind so ganz einfache Tipps, aber die tun jedem wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ansonsten wirklich sich abends zu überlegen, was habe ich heute erlebt, wofür ich Danke sagen kann, dass man zumindest ein, zwei Sachen findet und sagt, hey, ja, und die sind heute gut gelaufen, damit der Blick nicht runter in den Keller geht, sondern nach oben. Und ich meine, wenn man jetzt gläubig ist, dann ist es natürlich auch immer ganz schön, wenn man den Dank nach oben richten kann und beten kann. Mhm. Man merkt, dass du auch Schulseelsorgerin bist und dass das wirklich praktische Tipps sind, die offensichtlich wirklich was bringen. Ich finde das mit dieser Tagesstruktur auch tatsächlich unglaublich wichtig. Denn normalerweise, wenn nicht Corona ist, dann hat man ja einen Tagesablauf, der einem von außen aufgedrückt wird oder den andere für einen festlegen. Und jetzt, wenn man nicht zur Arbeit geht oder nicht zur Schule und man theoretisch bis mittags schlafen kann und auch erst morgens um 4 ins Bett muss und so, dann geht das aus den normalen Abläufen heraus. Das ist schlecht für die Seele. Und dazu sagen, okay, das will ich aber nicht, sondern ich mache mir selber meinen Stundenplan. Ich bin da mein eigener Herr und ich halte mich auch dran. Das glaube ich auch. Das ist unglaublich hilfreich. Vielen Dank dafür. Jetzt noch eine andere Frage. Und zwar, du bist ja auch die Vorsitzende unseres Fördervereins und das bedeutet, dass über deine Arbeit oder die Unterstützer, die du anwirbst oder die du darauf hinweist, es möglich ist, zwei ganze Stellen zu finanzieren. Also eine im Jugendbereich, eine im Integrationsbereich, das heißt in der Arbeit mit Iranern und Afghanen, die Christen geworden sind. Jetzt in Corona arbeiten deine Leute überhaupt in der Jugendarbeit, in der Integrationsarbeit und muss man überhaupt noch spenden oder kann man sagen, nö, da läuft ja sowieso nichts, da gebe ich auch nichts mehr für. Wie ist die Situation? Naja, unsere beiden Mitarbeiter sind ja auch Familienväter und wir können ja jetzt nicht sagen, hey, sorry, wir können nichts mehr zahlen. Also einfach auf die Straße stellen können wir sie ja nicht. Und die Arbeit läuft mehr denn je. Also gerade in der Jugendarbeit, Matthias, der hat mir schon tolle Radiosendungen geschickt, die in der Arche produziert werden. Also die arbeiten ja wirklich viel zusammen. Und ich staune einfach, was dort geleistet wird. Und auch unsere eigenen Kinder nehmen das Angebot vom Jugendhaus unglaublich gerne an, weil das doch nochmal einfach so ein Spaßfaktor mit in den Tag mit reinbringt, wo man vielleicht auch nochmal gemeinsam mit anderen Jugendlichen digital ein Workout macht und sich bewegt. Also die machen da, gerade mit den Jugendlichen schauen sie wirklich, dass sie im Kontakt bleiben. Auch der Konfirmandenunterricht läuft weiter digital. Also sie lassen die Arbeit nicht liegen wegen Corona, sondern es geht wirklich weiter. Und in der Integrationsarbeit, ich glaube, da ist es nochmal herausfordernder, auch wirklich mit den Leuten in Kontakt zu sein, auch wenn die technischen Möglichkeiten eben nicht so ausgebaut sind. Aber auch unsere Iraner und Afghanen brauchen unbedingt ja Unterstützung, Hilfe. Du bist selber ja auch bei einer Gerichtsverhandlung jetzt demnächst wieder. Also von daher, klar, die Arbeit, die geht weiter. Und wir sind immer froh, wenn wir Spenden bekommen und auch jetzt, gerade wenn es darum geht, wirklich Leute einzustellen oder anzustellen und sie zu finanzieren, brauche ich auch immer sehr viel Vertrauen, dass Gott durchträgt und auch weiter Spenden reinkommen. Mhm. Was ich also, nicht selbstverständlich finde, genau. Um das nochmal zu ergänzen mit der Integrationsarbeit, da haben wir heute Morgen erst wieder unsere Teamsitzung gehabt. Genau. Und es ist klar, dass unsere Leute, die Ehrenamtlichen und unser einer Hauptamtlicher, die werden jetzt auch in dieser Zeit angerufen von Leuten aus der Integrationsarbeit. Da ist auch viel Seelsorgerliches zu machen, weil wir wissen, Corona ist im Iran besonders heftig. Ja. Und manche unserer Iraner sind wirklich ganz angegriffen davon, dass ihre Familien
da jetzt krank sind oder mit zu tun haben. Neulich habe ich mitbekommen, dass der Vater von einem unserer iranischen Männer gestorben ist wegen Corona. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, dass man da jetzt die Hände in den Schoß legen kann, sondern da ist das Team und unser Hauptamtlicher auch einfach seelsorgerlich gefragt. Und am Ostersonntag, genau. Da war ja sogar ein Ostergottesdienst, auch über Zoom. Total klasse, ja. Ja, richtig. Also auch da nutzt man alle technischen Möglichkeiten und die Beobachtung zusammen singen, das funktioniert nicht so gut in der Videokonferenz, weil immer so ein bisschen Delay, so ein bisschen Verzögerung drin ist. Aber miteinander einer Botschaft zuzuhören, einer Predigt und miteinander zu beten, das geht sehr gut. Und das schweißt ja auch schon zusammen und gibt einfach so ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich finde das faszinierend, was da eben auch digital möglich ist. Hätten wir die Corona-Zeit jetzt vor 10 Jahren gehabt, ich glaube, da wären wir mehr vereinsamt. Richtig, richtig. Und es ist natürlich so, wir können im Moment keine normalen Kollekten im Gottesdienst nehmen. Das tun wir ja sonst immer auch für den Förderverein. Das geht im Moment nicht. Manche unserer Spender haben vielleicht jetzt auch wirtschaftliche Probleme. Und deswegen, wenn wir die Arbeit, die so wichtig ist, fortführen wollen, dann können wir nur Leute ermutigen, uns zu spenden, den Förderverein zu spenden. Und immer besser ist es, einen Dauerauftrag, auch wenn man eine kleine Summe hat, zu geben, als einmalig eine große, weil man dann damit arbeiten kann, weil man sich darauf verlassen kann. Also ganz normal, wenn man mit dir redet, Steffi, dann muss diese Botschaft auch irgendwann kommen. Ihr dürft etwas geben. Ja, herzlich gerne, genau. Wir freuen uns, wenn wir da die Integrationsarbeit und Jugendarbeit weiter laufen lassen können und die unterstützt wird, genau. Steffi, du bist ja auch der Kopf unseres Kindergottesdienstes. Und Kindergottesdienst normal geht ja auch nicht mehr. Wir haben ja den totalen Shutdown, was Gemeindeaktivitäten angeht. Die Kinder sind aber nicht weg, die sind ja da, die sind ja zu Hause. Geht da irgendwas in Richtung Kindergottesdienst? Na klar, also wir machen das jetzt seit mehreren Wochen auch über Zoom, dass ich immer Zoom-Links verschicke und wir miteinander Kindergottesdienst feiern. Zoom ist diese Videokonferenz, ne? Genau, ist die Videokonferenz und da schalten sich auch immer so um die 20 Kinder dazu. Das Schöne ist, wir haben ja sonst im Kindergottesdienst in der Gemeinde 3 Gruppen und jetzt sind sie alle zusammen und sitzen vor dem Bildschirm, je nachdem, wie viele Kinder so eine Familie hat. Und helfen sich dann auch, wenn irgendwas gebastelt wird oder wir was spielen und sind dann miteinander dabei, das zu kreieren. Oder Hanna hat letzten Sonntag eine Geschichte erzählt und da hatte jeder eine Rolle. Und wenn seine Rolle genannt wurde, dann mussten sie aufstehen und sich einmal drehen. Und da waren sie total toll dabei. Und in manchen Familien ist es auch tatsächlich so, dass es jetzt nicht nur Kindergottesdienst, sondern Familiengottesdienst ist und die Eltern auch mit vorm Bildschirm sitzen und zuhören. Und das finde ich echt total schön. Sehr cool. Und da hattet ihr nicht neulich mal eine Geschichte von Petrus, die ganz besonders war? Also das hat mich auch sehr bewegt. Julia, unsere Tochter, kann ja ganz toll auch zeichnen. Und es ging da um Petrus. Wir haben uns jetzt vor Ostern viel mit Petrus beschäftigt, auch wie der Jesus verleugnet hat und was er so mit Jesus eben erlebt hat und Jesus sich trotzdem auch Petrus so zugewandt hat, obwohl er eben Mist gebaut hat. Und Petrus war eben ja auch einer, der durchaus auch Ängste kannte. Häufig kam er vorne rum immer ganz cool rüber, aber wenn es dann wirklich zur Sache ging, dann war es nicht ganz so einfach. Und in der Geschichte, die wir an dem Sonntag da erzählt hatten, ging es darum, dass ein Sturm war. Und in dem Sturm waren die Jünger alleine unterwegs. Jesus war noch nicht bei ihnen. Und Jesus kam über das Wasser gelaufen im Sturm. Und Petrus hat dann gesagt, hey, gut, ich möchte zu dir kommen. Und also Jesus hat ihn dann im Prinzip zu sich geholt auf dem Wasser. Und Petrus musste ihm vertrauen, dass dieses Wasser trägt. Und ich meine, wir wissen alle, jetzt der See Genezareth ist ja schon tief. Und wenn man da normalerweise aus dem Boot steigt,
dann geht man unter. Aber wenn der Blick auf Jesus geht, gerichtet ist, eben nicht. Und Petrus hat das tatsächlich ausprobiert. Und als dann die Angst kam, dann ist er tatsächlich gesunken. Und Julia hatte das so schön gemalt, einen ganz kleinen Petrus und Riesenwellen. Und wir haben mit den Kindern überlegt, was ihnen denn Angst macht. Und jetzt gerade in dieser Zeit natürlich auch Corona oder Schule, zu viele Aufgaben. Also die wussten schon auch einiges. Und in dieser Geschichte ist es so genial, weil da die klare Botschaft ist, als Petrus dann auf Jesus geschaut hat, da hat das Wasser wieder getragen. Und das ist im Prinzip auch so unsere Message gewesen. Hey, fürchte dich nicht, guck auf Jesus und er wird dich tragen. Und das finde ich eine ganz schöne Botschaft einfach, die Mut macht und Hoffnung macht. Toll, danke. Steffi, wenn man dich kennt, dann weiß man, du bist jemand, das ist so eine ganz herausragende Charaktereigenschaft, du sprühst vor Freude. Und wenn man dich noch näher kennenlernt, dann weiß man, das ist nicht einfach nur so, weil du denkst, freuen ist besser als traurig sein, sondern das hat einen Grund. Und der Grund ist, dass du einfach durchdrungen bist von der Liebe Gottes und es für dich nichts Schöneres gibt, als ihn zurückzulieben und diese Liebe weiterzugeben an die Menschen in deiner Umgebung. Das ist wirklich, ist ja im Prinzip bei allen Christen so, aber bei dir ist das irgendwie ganz besonders augenfällig, dass du genau das lebst. Und ich glaube, davon ist auch schon einiges deutlich geworden, jetzt in dem, wie du erzählt hast eben. Persönliche Frage: Wie hat das mal angefangen bei dir? Also das ist ja, nicht jeder Mensch ist so orientiert wie du. Wie hat das in deinem Leben seine Anfänge gehabt? Also das Schöne ist, dass ich eine Mama habe, die habe ich immer morgens, wenn ich aufgestanden bin, habe ich die im Wohnzimmer sitzen sehen und da hat sie gebetet. Sie hat morgens immer wirklich auch uns Kinder durchgebetet und hat uns schon so Glauben vorgelebt. Aber mit 8 Jahren, da kam ich irgendwann abends, als sie mich ins Bett gebracht hat, mal haben wir auf meinen Namen zu sprechen. Und ich habe sie gefragt, Mama, was heißt denn eigentlich Stefanie? Naja, und da sagte sie, Stefanie heißt die Gekrönte, Gekränzte, die den Siegeskranz trägt. Dachte ich nur so, klingt ja schon echt toll. Und dann hat sie eben erklärt, dass das der Siegeskranz ist, den Jesus jedem geben möchte oder die Königskrone. Und dann habe ich nur gesagt, Mensch, Mama, das möchte ich auch. Wie geht denn das? Und dann mit meinen 8 Jahren habe ich eben mein Leben an dem Tag Jesus übergeben. Und ich finde das auch so passend in dieser Zeit, weil der Coronavirus ja diese Krone hat. Und ich habe teilweise bei Menschen den Eindruck, dass diese Krone, also die Angst so groß wird in ihrem Leben und sehr viel Gewicht einnimmt. Und mir ist es einfach wichtig, ja, dass wirklich auch die Königskrone von Jesus sichtbar wird, und weil er ist der Retter und er ist auch der, der gesiegt hat über Krankheit und auch über den Coronavirus. Da bin ich fest von überzeugt. Und von daher, genau, so bin ich damals zum Glauben gekommen und habe es seitdem keinen Tag bereut, Königskind zu sein. Sehr cool. Wenn man das weiß, mit 8 Jahren hat das bei dir angefangen, dann ist es natürlich auch nur logisch, dass du unglaublich gerne mit Kindern arbeitest, sowohl beruflich wie auch in der Kinderkirche, weil du weißt, wie ansprechbar schon Kinder sind für den Glauben und was für einen Unterschied das im ganzen Leben macht, wenn man schon ganz früh diesen Jesus kennengelernt hat als besten Freund, den man haben kann. Ja. Steffi, ich danke dir herzlich. Gerne. Und wünsche dir Gottes Segen und Gott behüte deine Familie und dich. Und wir sehen uns spätestens online im Gottesdienst am Sonntag. Ich freue mich schon auf deinen Gottesdienst. Christoph hat schon eine schwere Werbung gemacht und gesagt, das ist eine coole Predigt. Super, dann werden wir den doch mal auch verlinken hier in der Beschreibung des Videos, damit ihn auch jeder finden kann, unseren Gottesdienst am nächsten Sonntag. Super. Tschüss, Steffi. Tschüss, Dies. Ich lade Sie ein, jetzt noch mit mir zu beten, und ich glaube, es ist eine gute Idee, heute mal ganz besonders für die psychisch Angeschlagenen unter uns zu beten, weil ich glaube, die sind ganz besonders herausgefordert in dieser Zeit von Corona. Lieber Herr Jesus Christus,
Du kennst jeden Menschen durch und durch und du weißt, was für unterschiedliche Probleme wir haben und welche Probleme wir schon mit hineingebracht haben in diese Corona-Zeit. Und wir bitten dich jetzt für die Menschen, die mit psychischen Problemen zu tun haben, Depressionen, Ängste oder irgendetwas anderes in dieser Richtung, bitten dich, dass du ihnen ganz besonders beistehst, dass sie wieder in die emotionale Balance kommen, dass sie sich nicht runterziehen lassen von der Isolation, dass sie sich nicht Angst machen lassen von dem Virus Corona, sondern dass sie stabil bleiben, dass es ihnen gut geht, dass wir bitten dich, dass du ihnen wohltust. Und Herr, wir bitten dich auch für uns und unsere Lieben, wir bitten dich für unsere Familie, unsere Freunde, die Menschen, die uns nahestehen. Bitte stell uns weiter unter deinen Schutz. Und da, wo Menschen erkrankt sind, da schenk, dass sie gesund werden. Und bleibe bei uns und lass uns immer wieder deine Gegenwart spüren und einfach fest darauf vertrauen, dass wir in dir geborgen sind. Wir beten, so wie du es deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Halten Sie die Ohren steif, bleiben Sie gesund. Gott behüte.